Wir kochen heute wieder mal zusammen eine wunderschöne Suppe, ganz genau eine Süßkartoffelsuppe mit Vanilleschaum und Chorizo-Würfel angebraten. Wir brauchen dafür eine Süßkartoffel sowie zur Bindung, weil eine Süßkartoffel hat keine natürliche Stärke, brauchen wir auch eine ganz normale Speisekartoffel. Wir schälen als erstes die Kartoffeln. Immer schön sauber schälen, gerade um diese Jahreszeit gibt es ja noch keine neuen. Hier, dass es immer noch so ein bisschen kleine braune Stellen, schwarze Stellen gibt, die sollte man auch ein bisschen mit rausschneiden, ja, dass halt die Kartoffel wirklich sauber ist. Das gleiche machen wir mit der Süßkartoffel. Die geht halt ein bisschen schwerer zu schälen. Natürlich kann ich die so nicht weiter zubereiten. Also muss ich sie erstmal klein schneiden. Genau wie die normalen Kartoffeln, die haben wir jetzt ins Wasser gelegt, dass die Stärke nicht sofort austritt und die Kartoffeln braun werden. Ja, je kleiner sie geschnitten ist, umso schneller schwitzen sie an. Als erstes ein bisschen Öl. Sie können Pflanzenöl nehmen. Wir nehmen jetzt Sonnenblumenöl. Sie können auch Olivenöl nehmen. Das ist absolut Ihnen überlassen. Bisschen warm werden lassen das Öl. Hier rein schwitzen die beide gleichzeitig. Immer mal ruhig ein bisschen rühren. Beide Kartoffeln dürfen ein wenig Farbe annehmen und dadurch kommt nämlich der Geschmack der Süßkartoffel und auch der normalen Kartoffel noch stärker raus. Jetzt haben wir die Kartoffeln angeröstet. Sie sehen es ein bisschen unten am Boden. Ja, das ist jetzt auch der Geschmacksträger. Nun werden wir das Ganze mit Gemüsebrühe ablöschen. So ablöschen, dass die Brühe im Endeffekt aufgefüllt wird, bis die Kartoffeln komplett bedeckt sind. Jetzt lassen Sie bitte das Ganze etwa 15 bis 20 Minuten köcheln, so dass die Kartoffeln weich werden. Man muss dazu sagen, dass die Süßkartoffeln relativ schnell weich werden und die normalen Kartoffeln etwas länger brauchen, indem die Kartoffeln weich sind. Die Gewürze dran machen, in dem Fall ein wenig Himbeeressig. Das ist auch ein bisschen nach Geschmack zu tun, weil er ist halt ein bisschen säuerlich, nimmt aber dadurch wiederum ein bisschen die Süße von der Süßkartoffel. Wir nehmen einen Hauch Zimt, eine Messerspitze, eine Prise. Sie sehen es ja, ich mache es jetzt hier so nach Gefühl. Sowie Kreuzkümmel. Da bitte ich Sie darum, dass Sie immer gemahlen nehmen, wie Sie es hier im Wegglas sehen. Und natürlich nicht zu vergessen, Salz. Würde ich aber auch erstmal immer ein bisschen dezenter mitarbeiten, weil Sie können jederzeit nachwürzen. Nur wenn Sie von allen Gewürzen am Anfang schon zu viel dran gemacht haben, haben Sie beim Abschluss der Suppe leider verloren. Und Sie kennen es gegebenenfalls, wenn Sie schon gekocht haben, im Restaurant zu Hause, dass es dann eventuell überwürzt ist. Wie ganz am Anfang gesagt, gibt es bei uns bei der Suppe Chorizo-Würfel. Chorizo, sehen Sie ein kleines Stück von, ist eine scharfe spanische Paprikasalami. Bekommen Sie eigentlich in jedem gut sortierten Supermarkt. Und das schneiden Sie in Würfel. Erst ein bisschen in Scheiben. Die Dicke ist absolut Ihnen überlassen. Wenn Sie gerne etwas schärfer mögen, können Sie es etwas dicker schneiden, so in der Dicke. Oder wenn Sie es nicht ganz so dick mögen, nehmen Sie halt diese Dicke. Ja, und dann einfach in feine Würfel, also erstmal in Streifen und dann in Würfel. Und das Gute ist bei dieser Suppe mit der Einlage, Sie haben also diese Kombination aus Süße durch die Süßkartoffel und Schärfe durch die Chorizo. So, wenn Sie dieses haben, setzen Sie sich in der Zwischenzeit schon mal eine kleine Pfanne auf, bisschen Öl rein, aber wirklich nur ein bisschen und schwitzen. Oder braten, wie man es nennen möchte, wie in der Küche, sagen wir mal, anschwitzen dazu, an. Sie hören es gerade, weil genau auch die Chorizo durch dieses Anschwitzen entfaltet ihren Geschmack stärker. Leider können Sie es jetzt nicht riechen, Sie können es nur sehen. Ja? Es riecht halt wirklich schön ein bisschen markant, scharf. Ja? Also das werden Sie dann in der eigenen Küche feststellen. Das ist ein unheimlich schöner Geruch, das erinnert ein bisschen gleich am Mediterran, ja, also es ist toll. Die Kartoffelstücken sind jetzt weich gekocht. Wenn das passiert ist, wenn die Kartoffeln weich sind, die Brühe einreduziert ist ein wenig, geben Sie
Sahne dazu. So. Und lassen dann die Kartoffeln, die Brühe und die Sahne nochmal circa 5 bis 6 Minuten einkochen, dass die Sahne und die Brühe eine kleine Verbindung eingehen können. Jetzt sehen Sie, es jetzt die Zeit ist, die Kartoffeln zu pürieren. So, jetzt haben wir die Kartoffeln püriert. Sie sehen, es ist also eine schöne, cremige Konsistenz geworden. Es ist natürlich, weil die normale Kartoffel ja Kartoffelstärke hat, gleich eine automatische Bindung entstanden. Das heißt, Sie müssen nicht irgendwie mit Mondamin oder so abbinden, sondern das ist von der Dicke her perfekt. Nun werden wir das Ganze nochmal abschmecken. Schmecken Sie können, wie ich es jetzt Ihnen zeige, gerne einfach so einen kleinen Teller nehmen, die Suppe drauf tun, ja, und dann einfach reinschlürfen und nochmal abschmecken, wie ich es jetzt selber mache, dass ich merke, da kann noch ein bisschen Säure ran in Form vom Himbeeressig. Es kann noch ein bisschen Zitrone dran und noch ein bisschen Salz. Sollte Ihnen die Suppe etwas zu dick sein, ja, wenn Sie sagen, das ist mir jetzt hier zu dick, können Sie gerne auch noch mal ein bisschen Brühe mit auffüllen oder ein bisschen Milch. Zu guter Letzt müssen wir jetzt unseren Milchschaum noch machen. Da nehmen wir uns einfach ganz normale Milch. Ich habe hier ein bisschen Van Mildenmark ausgekratzt, beziehungsweise Sie können auch gerne im Supermarkt so ein Pulver kaufen. Gibt hier rein und lässt einfach die Milch einmal kurz aufkochen. Sie sehen, wie die Milch langsam heiß wird, wie sie langsam Blasen schlägt. Perfekt, dass ich sie mit einem Schneebesen in der Form oder auch mit einem Stabmixer aufmixen kann, dass sie so ein bisschen schäumig ist. Sehen Sie es? Am besten so eine kleine 8 schlagen. Zack, haben wir das auch fertig. Also sind wir jetzt bereit, die Suppe anzurichten. Ich würde immer empfehlen, bevor Sie die Suppe anrichten, nochmal mit dem Schneebesen aufzumixen, dass sie auch nochmal so klein bisschen schäumt. So. Dann nehmen Sie sich eine Kelle, füllen das Ganze hier ab. Sie können auch eine Tasse nehmen. Das ist also absolut Ihrer Fantasie überlassen. Wir richten Sie auch immer Suppen in der Form an. Danach kommen unsere angerösteten oder angeschwitzten Chorizo-Würfel dazu. Und zum Schluss tun wir uns den Milchschaum drauf. Den Vanille-Milchschaum. So. Und so sieht die Suppe fertig aus. Ich, Steffen Radegast, wünsche Ihnen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de